Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Forest. Ja, letzte Folge kurzum entschieden, dass ich jetzt mal eben. Kann ich heute gar nicht aufhören? Muss ich echt so eine Wandhaltung wieder machen? Waffenwandhaltung? Keule. Kann ich die nicht? Ah, das ist die. Okay. Ah, okay. In der letzten Folge hatten wir entschieden, wir gehen nochmal auf Achse. Okay, wir sind noch gut angemalt, das ist schon mal gut. Und zwar wollten wir da oben wieder hin. Weil unten haben wir ja irgendwie alle Höhlen schon. Zumindest markiert. Und da wäre es doch jetzt ganz interessant zu erfahren. Hier noch irgendwo eine Höhle sich versteckt. Ich meine, den Höhleneingang kennen wir ja. Ja. Den Höhleneingang kennen wir, das ist der, der ist auch markiert, glaube ich. Sieht zumindest so aus. Hier vorne ist das Dorf. Wieder. Ich hoffe, es regnet jetzt nicht. Naja. Schrei du nur. Irgendwann schrei ich zurück. So. Sonst geht's gleich gut. Gut, da das nun geklärt ist mit denen. Ich glaube, die wollten ein bisschen Kleingeld haben. So, das Ganze hier sieht mir ein bisschen stark nach Höhle aus. Upp. Mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwie einen Eingang finden. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ich hoffe, hier sind keine Cookies. Aber von Cookies habe ich erstmal die Schnauze voll, wenn ich ehrlich bin. Und das sieht mir doch sehr stark nach Höhleneingang aus. Schau mal einer guck. Nur einen Schlag auf Tobias. Was für eine Höhle haben wir denn hier? Da, To-Do-Liste. Erkunde die Höhle im Abgrund. Erkunde Kraterhöhle. Ist das die Höhle für den Dingsens? Ich weiß nicht, muss man da tauchen? Ich glaube, da muss man tauchen, ne? Die markieren wir uns lieber, aber gehen da noch nicht rein. Ich glaube, das ist die Höhle für den Abgrund. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und da will ich dann doch noch nicht rein. So, die machen wir uns mit blau. So.
mal gespannt, ob wir hier vielleicht noch eine Höhle finden. Da ist die Höhle einsam und verlassen. Ich glaube, diese komischen Pfeile mit dem Loch. Das sind Teichdinger mit Fischen drin, oder? Kann das sein? Okay. Ich glaube, da schaffen wir es nicht, um das Stück drüber. Oh, hier schaffen wir es. Trocken. Und da ist ein Dorf. Wie ich schon sagte, ein Dorf heißt eigentlich immer Höhle. Da sind noch Haie. Zwei Haie haben wir schon. Oh, das ist zum Sprengen. Gut, das haben wir alles. Jetzt ist die Frage, was haben wir da? Okay, hier ist nichts drin. Okay, kriegen wir doch kaputt. Ich wollte gerade sagen, warum geht das nicht kaputt? Aber es geht kaputt. Okay. Das funktioniert auch alles, das ist wunderbar. Hier wird uns nichts mehr angezeigt. Wir sind jetzt hier unten. Okay. 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 Was ist denn das so ein komischer Totengebild? Ja, das Ding geht hier ins Wasser, ne? Das ist nicht gut. So, bei den ganzen Hütten ist nichts drin. Das ist so ärgerlich. Komm schon. Oh, nichts drin. Also außen ist die Karte relativ einfach zu lesen. Wobei es halt mit der Stecknadel ein bisschen komisch ist. Oh, was haben wir denn da? Ein Zinkkanister. Okay, das ist hier nichts. Koffer! Peanut Butter Koffer Time. Peanut Butter Koffer Time. Okay. Das habt ihr nicht gehört. Das ist in Ordnung. Das passt schon. Oh, Schnecks ist gut. Ich hoffe mal, es regnet nicht. Dann nehmen wir nämlich unsere rote Farbe. Das wäre nicht gut. Aha, ein Seil. Das ist schon mal etwas. Zack. An den Felsen gesprungen. Wir sind Spider-Man. Vielleicht finden wir hier eine Höhle.
mal nicht so gut aus, oder? Du hast Durst. Okay. Bevor wir auch noch Hunger kriegen, lass mir das mal lieber. Weil hier scheint es wohl irgendwie keine Höhle zu geben. Ist die giftig? Was seid ihr für Bären? Okay, ihr seid die giftigen. Was bist du denn? Okay. Okay. Also Pilze kann man hier schnecken. Bären sollte man lieber die Finger von lassen. Das ist gut. Gut zu wissen. Aber irgendwie ist hier nichts Interessantes, oder? Eine Hügel steht tatsächlich gar nicht. Aber hier kann man die Hügel wahrscheinlich auch spielen lassen. Das ist ein bisschen sehr laut. Hier unten zum Beispiel. Sehr eng, ne? Also, falls wir mal eine Strandhütte wollen, würde ich die, glaube ich, da unten machen wollen. Ja. Ach, ein Wildschwein. Hallo, mein Freund. Neues Tier entdeckt, was? Ja, Wildschwein kennen wir doch schon. Haben wir da schon ein paar von erlegt. Boink, boink. Ich glaube, hier auf der Nordseite finden wir nichts an Höhlen. Die Nordseite kam ja erst bei PC mit späteren Updates dazu. Leute, ich würde ganz gerne im Süden weiter gucken. Ich weiß nur nicht, wo ich da mit der Suche anfangen soll. Das Tauchgerät, das muss ja irgendwo dann da sein. Gibt's doch nicht, dass wir alles schon gefunden haben, bis auf das Tauchgerät. Yes, it's Mario. Komm, wir haben uns. Wie? Was war dann? Da brauche ich auch nicht so viel reden. Hat einen Vorteil. Und die Ausdauer wird sich schneller. So, prinzipiell haben wir jetzt ja komplett die Insel erkundet. Nur halt ganz unten auf der anderen Seite der Karte noch nicht.
Heißt, wir müssten eigentlich in die Richtung, ne? Ja, einmal quer durch die Insel. Hier ist richtig sehe. Ja, ganz unten in der Ecke, da fehlen uns noch. Höhle. Garantiert. Ich glaube, da fehlen uns sogar noch ein paar mehr Höhlen, aber. Ich meine, da müsste unten eigentlich welche sein. Wer ganz unten rechts guckt. Da bei dem Dorf, mit dem Baum. Da irgendwo, glaube ich, ist eine Höhle. Und ich hoffe mal, dass wir die noch nicht hatten. Und ich hoffe mal, dass jetzt auch keine riesigen Mutanten kommen. Das ist ja von nicht von Vorteil, das wäre sehr geblüht. Und wir müssten eigentlich bei zu Hause vorbeikommen. Was sind wir schon? Okay. Baumstamm. Ja. Ja. Wir müssen aufpassen, wegen Wasser. Aha. Hier waren wir nicht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Felsen mir angucken. Ah, durch den Schitz passen wir leider nicht. Das ist ja ärgerlich. Du hast Hunger, finde was zu essen. Okay, da ist ein Topf. Schlafen liegen können wir uns hier nicht. Oh. Ist das Kunst oder kann das weg? Aha. Haben wir aber schon, oder? Zumindest wird er uns jetzt nicht aktualisiert. Also hier scheint er schon mal gewesen zu sein. Sind wir nicht hier irgendwo aus der Höhle rausgekommen? Ja, da. Welche Höhle war das denn noch? Wir gucken mal kurz. Wir sind hier eh angepinselt. Dead Cave. So, da ist der Ausgang. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Okay. Was? Weg. Weg. Was jetzt? Warum ist der so schwach auf der Brust? Thank you.
bisschen was suppeln. Hier geht's nach oben. Fledermäuse. Dann machen wir die Farbe weiter. Also wir kriegen was Snacks. So. Okay, hier teilt sich das einmal. Jetzt weiter noch. Hier waren wir schon mal. Hier waren wir schon mal. Sieht auf jeden Fall stark danach aus. Liegt ein Helikopter. Scheint wohl nichts drin zu sein. Du hast Hunger, mir was zu essen. Ja, komm. Jeder folgen, dann kommen wir zu dem großen Gebilde. Oh. Eigentlich gar nicht sein. Das klingt gefährlich. Oh, das klingt sehr gefährlich.
Burning Heart. So. Sehr feiger Kampf, ich weiß. Ja, ich will hier weg. Lass mich durch. Aua. Keine Rüstung für mich. Schau mal. Das ist voll gut. Das sollten wir erstmal mit einem kleinen Grillfest feiern. Der Kollege ist despawned. Schade. Da ist auch ein kleines Grillfest. Entweder wie blöd oder es gibt tatsächlich keine. Aber muss es ja geben. Wie sollen wir denn sonst an den Tauchstern vorbeikommen? Da lang gehen. So. Dann gehen wir noch unten. Moin.
Stelle hier. Aua. Hey. Hey, 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 hey. Alter, wir schnitzen irgendwas. So, die natürlich. Ach, hängst du etwa fest? Warte. Hängst du etwa fest? Headshot. So. Das ist schon mal sehr schön. Auch hier wieder ohne großartigen Verlust. Das gefällt mir. Na verdammt, da haben wir Knochen zu wenig. Aber die kann man nicht mehr gar nicht aufsammeln. Doch, ne? Doch, haben wir. Oder? Doch. Doch, haben wir. Seide. Sehr schön. Das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Ja, hier war es eben schon. Da hat mir doch mal unsere Tuchkrise. Aber die scheint jetzt ja vorbei zu sein. Okay. Weiß ich, mich jetzt eine Frage ist. Wo ist die Hülle mit dem Tauchgerät? Wo ist die Hülle mit dem Tauchgerät? Wo ist die Hülle mit dem Tauchgerät? Die Hülle mit dem Tauchgerät. Die Hülle mit dem Tauchgerät. Mit dem Tauchgerät. Ich weiß es einfach nicht. Ah, sieht so aus, als wäre es Nacht draußen. Hier ist es Tag. Oh, Gott sei Dank. So, hier sind wir jetzt Spur. Hier sind wir. Okay. Okay, da sind wir auf dem Weg nach unten, das ist schon mal gut. Den Dorf ganz unten in der Ecke, da möchte ich am liebsten gucken. Wenn da nichts ist, dann gehen wir tatsächlich auf die andere Seite und gucken da mal nach. Und wir sind schon wieder bei 35 Minuten. Alter, das geht so schnell. Ach, hier hatten wir das sowieso schon die Höhle gesucht. Na, da ist das Dorf.
mit dem Kollegen wollte ich mich jetzt nicht unterhalten. Ist hier vielleicht in der Wand eine Höhle? Komm schon. Gib mir was, irgendwas. Ein kleiner Spalt, eine Ritze, ein Schlitz. Irgendwas. Natürlich ist hier nichts. Vielleicht hier. Eine Spalte zu irgendwas. Nein, da ist nichts. Da ist auch nichts. Schade. Also wir gehen ja nicht so recht auf, ne? Das kann nicht schaden, mitgenommen zu werden. Er freut sich doch, wenn er für sein Leben einen Sinn hat. Eigentlich direkt auf das Dorf zu. Okay. Da ist der Kollege drin. Da sind noch Freunde dabei. Okay, der hat uns gesehen, der hat uns gesehen, der hat uns gesehen. Aber warte. Warte, warte, warte. Wir sehen ja nicht mehr die Feigen von damals. Erstmal der Große. Und jetzt die Kleinen. Na, traust du dich? Huch, der geht daneben. Okay, das war's. So, da die nun vorübergehend anders weiter beschäftigt sind, mit tot rumliegen, würde ich sagen, wir gehen mal kurz ins Dorf, gucken uns hier mal ein bisschen um. Okay, die kann man essen, das ist schon gut. Noch nicht alles geöffnet. Wahrscheinlich, weil wir da irgendwie mal unterbrochen wurden, oder? Kann sein. Ah. Ja, wenn wir schon mal hier waren, dann bringt es ja nichts, hier in die Höhle zu gehen, glaube ich. Da müssten wir da ja auch schon drin gewesen sein. Rein theoretisch. Zumindest werden uns hier auch keine neuen Flugzeugpassagiere angezeigt. Läuferkel können wir auch nicht mehr tragen.
Hinterhalthose mit der Hose. So. So. Oh, war mein Freund. So. Auch wenn wir jetzt extrem langsam sind, für den reicht das. Halt die Klappe, Leatherface. So. Oh, war das alles? Schade. Einer ist entkommen. Na, es gibt wieder gut Knochenrüstung. Das ist schön. Und während ich jetzt noch auf die Knochen warte und die offscreen einsammle, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.